Also es ist, eigentlich ist er hier relativ einfach zu bewältigen. Wir müssen halt immer nur in Bewegung bleiben, nicht zu dicht rangehen, sonst stampft er. Und das macht tierischen Schaden. Ich weiß nur nicht, wie viel er aushält. Wahrscheinlich ein bisschen mehr als so ein gewöhnlicher Gegner. Und treffen lassen ist dennoch Mist gegen den. Ja, wir haben Lust. Der Chompy-Bot, der gibt auch nicht auf hier. Ich frage mich gerade auch, in welcher Episode wir damals den Chompy-Bot besiegt hatten. Ob wir so halbwegs wieder... Das müsste ja jetzt so um die Folge 20 sein. Ob wir damals so früh auch schon gegen den gekämpft hatten. Ich glaube nämlich nicht. Aber damals lag es halt daran, weil wir eben auch die Story verfolgt haben, ist ja ganz klar. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert. So, Spyro hat leider aufgegeben. Dann geht's jetzt weiter. Mit wem geht's denn jetzt weiter? Wir nehmen mal Sinn. Er müsste einfach so gerade nach gar nichts. Und deswegen nehme ich einfach der mir gerade in die Quere kommt. Na, da kannst du schießen, was du willst. Wir sind jetzt ein bisschen mobiler. Stampfen bringt ja auch nichts, wenn du es machen solltest. Ja, wir sind Zinder. Ach, der stampft gar nicht, oder was? Der springt aber noch weg. Ich kenne es noch so, dass der auch stampfen kann. Oh, weg. Bam, da war es dann mit dem Chompy-Bot. Ich fand es auch interessant bei diesem Chompy-Magier, als mir da jemand in den Kommentare geschrieben hat, dass der Chompy-Magier tatsächlich diese roten Chompies fressen kann und dann Schaden kriegt. Das hätte ich nie erwartet, dass sie sowas damit einbauen. Am Ende ist es logisch, klar, aber hätte ich nicht erwartet. So, los hier. Schlossrätsel. Kleine Schlossrätsel, da kann man hoffentlich nicht so viel verkehrt machen, denkt man immer. In Wirklichkeit ist es immer das reine Vergnügen, wenn man da denn mehrere Züge verbraucht, als man denkt. Aber ich denke mal, das ist hier lösbar gewesen und... Ach Mist, jetzt drehe ich in eine falsche Richtung. Ja gut, so kann es nicht perfekt werden. Naja, gut. Gelöst ist gelöst. Solange wir unter 50 Zügen sind, bin ich heilfroh. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Häuschen? Nö, war keins. So, Knöpper. Und da müssen wir auch unbedingt in Zukunft mal zusehen, dass wir dann mit den ersten Speedruns wieder anfangen. Das werden ja immer mehr und ich will jetzt nicht unbedingt 50 Folgen hintereinander Speedruns machen. Vielleicht mal so jetzt wieder ab und an, ein, zwei. Wenn wir die überhaupt schaffen. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Aber ich denke mal schon, so die ersten, die jetzt noch sind, die haben halt damals nicht geklappt, weil der Robot halt vom Damage her die Gegner nicht schnell genug gepackt hat. Mittlerweile müsste es funktionieren. Ah, diese missigen Granaten hier. Was können wir denn noch schieben? Den noch zurück, damit wir nachher darüber kommen. Und dann müssen wir wohl hier erstmal rum die Grenadiere ausschalten und den DN wieder natürlich auch. Und die Chompies! Und die Cinder natürlich. Aua! So, drei Stück verloren innerhalb von einer Viertelstunde. Das auch mal wieder ein ganz doofer Rekord, muss ich sagen. Aber die sind teils auch noch so underleveled, so wie der Bouncer hier auch. Oh, ohne, das wollte ich gar nicht machen. Weil ich denke mal, mittlerweile sollte man erwarten, dass meine Skyliners auch Stufe 15 sind. Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen auf Stufe 15, obwohl ich das Spiel jetzt schon über ein halbes Jahr besitze. Und das ist doch traurig, oder? Naja, können wir nicht ändern. Wir gehen hier erstmal runter, genau. Wie funktioniert das? Müssen wir das hier schieben? Schieben aber unser. Jo.
Und dann gibt es hier zwei Wege rein. Habe ich da gerade richtig gesehen? Na gut. Erstmal hier. Eine Schatztruhe lauert da schon hinter dem Rätsel. Okay. Dann nehmen wir uns den. Dann kriegen wir den auch. Und dann müssen wir irgendwie ins braune Portal da rein. Oder sind da keine Portale? Es sind da einfach irgendwelche Falllöcher, die uns einmal woanders rausschmeißen. So. Und nochmal nach rechts. Und voilà. Perfektes Ergebnis. Und die Schatztruhe. Geht da recht zügig mit dem Giant. Da kennen wir ja Schlimmeres. Der Kristall sieht da auch so verlockend aus, aber passiert nichts. Kann ich da nicht eine Missile rausschießen? Pam. Nee, leider nicht. Das mit den Augenstrahl weiß ich noch nicht, ob ich das so nutzen werde. Da wird es schon richtig langsam. Es ist wirklich ähnlich wie bei Prison Break, der Laser. Aber ähnlich nur. Es ist nicht dasselbe. Es ist ähnlich. Piu, 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 piu. Ah. Das mit dem Anvisieren von den Rockets ist auch... Es ist cool. Aber es ist so gar nicht richtig einsetzbar, weil man eh unter Beschuss steht von den Gegnern. Also mal nur ganz kurz X drücken und dann visiert er den Gegner automatisch an. Den dichtesten. Damit kann man doch schon mehr leben. So, und alles wegen der Schriftrolle. Aber ist ja egal, wir brauchen ja die Schätze. Es soll ja ein 100% Run werden. Diese irren Arkianer. Vorlesen? Nein. Nein, das kennen wir ja alles schon. Wir haben ja schon mal alles angehört. Und euch geht's ja wohl auch so. Ihr wollt nicht alles nochmal sehen. Ihr wollt lieber sehen, wie ich das hier nicht schaffe. Und spätestens beim Endboss nicht mehr weiterkommen. So soll's doch aussehen. So, hier sollen wir rein? Ja, ich denke mal. Nee, müssen wir gar nicht. Wir können auch einfach hier die Bombe nehmen. Wir sind ja jetzt ein Riese. So, und ab auf die Kanone. Bam. Ging das nicht? Müssen wir doch direkt davor stehen. Oder ich weiß nicht, ob das über die Wand hier geht. Erstmal ausweichen und dann schmeißen wir da mal rüber. Bam. Doch, das geht. Natürlich geht das. Hätte mich hier auch echt gewundert. Hier war irgendwo noch eine Schatzkiste, genau. Und dann wird der Bouncer hier heute wieder wahrlich belohnt. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ob Bouncer tatsächlich später auch gut sein wird. Bis jetzt ist er relativ gut, der Durchschnitt, würde ich sagen. Also einer der wenigen Giants, der mich halbwegs zufriedenstellt. Die anderen, die sind ja irgendwie, weiß ich nicht, so. Mit Swarm und Eyebrow kann ich mich so gar nicht recht anfreunden. Obwohl es jetzt mit Eyebrow vielleicht gehen mag. So. Das ist an. Ist er der Gurgelfin? War das Gurgelfin? Nee. Heiliger Kabeljau, du bist ganz schön groß. Ich habe Legenden über euch Riesen gehört, aber jetzt wirklich einen zu treffen ist... Wow. Dies hier war ein toller... Ja, das ist wow. So, hier... Kommen wir nur als Wasser-Skylander erstmal durchs Tor. Danach können wir natürlich wechseln. Das sollten wir auch tun, weil der Grillgrunt, der ist noch Stufe 1. Ey, vielleicht finden wir ein paar Luschi-Gegner, die er besiegen kann. Ich glaube nicht. Piu. Auf jeden Fall sollten wir uns hier nicht lange mit ihm aufhalten, denn auch hier wird uns was Böses bevorstehen und ich weiß nicht, ob das hier sofort schon kommt oder erst im nächsten Raum. Hier brauchen wir auf jeden Fall mehr als einen Unterstützer. Deswegen hole ich uns mal drei. Ich glaube drei oder vier. Wie viel konnten wir? Tatsächlich vier. Okay. Dann warten wir kurz mal ein bisschen, bis sie ausgewachsen sind. Flup, 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 flup. Obwohl, da könnt ihr mir auch mal verraten, bringt das überhaupt was? Werden die dadurch stärker oder halten die mal aus, wenn die ausgewachsen sind?
Das weiß ich gar nicht. Ich lasse sie mal auswachsen, weil ich denke, dass es was bringt. So richtig wissen tue ich es nicht, nein. So, wie ging das nochmal? Wie müssen wir den Laser danach ganz oben rechts kriegen? Nee, das war falsch. So, und nochmal, genau. Und jetzt den nach unten und den anderen nach rechts. Und dann kommt der Laser da auch durch, ohne Probleme. Alles ist möglich. Geht das Tor auf? Nee. Dann müssen wir wohl hier hoch. Schaden. Oh, doch, Schaden kriegen wir hier. Das wusste ich nicht. Okay, dann muss ich uns da oben nochmal neue Vögelchen holen. Oder geht das überhaupt? Ist da nicht auch so ein Drehding? Nee, ist nicht. Das sieht gar nicht so aus, als wenn uns das Schaden machen würde. Tut es aber. Mehr als genug.